Zirkus in Flammen stand. Als der Zirkus in Flammen stand, sprangen brennende Artisten auf die Rücken der Touristen, denn sie hatten kein Netz gespannt. Auf verbrannte ein Elefant, der aus dem Röntgen still dort stand. Ohne Laut ging er zugrunde und er brannte eine Stunde, als der Zirkus in Flammen stand. Da ging man den Herrn Direktor suchen, der war gerade verreist an diesem Tag, um den Zirkus anderswo zu buchen. Als er es hörte, traf ihn gleich der Schlag.